Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Rebuy Unpacking, dem ersten im neuen Jahr. Alles andere wäre gefühlt, glaube ich, auch gar nicht möglich gewesen. Ich habe ja mit meiner Schwester und einer lieben Freundin zusammen bei Rebuy bestellt und wir haben ganz schön zugegriffen, zumindest was die Gesamtbestellung angeht. Ich selbst habe, glaube ich, nur 7 oder 8 Bücher bestellt, was auch schon absolut ausreicht. Ich muss auch ehrlich gestehen, es waren viele Bücher von meiner Wunschliste auf der Merkliste oder dann eben auch auf dem Kaufalarm. Und es war auch sehr viel vorrätig, was dann auch der Grund war, weswegen wir uns relativ schnell dazu entschlossen haben, im Grunde auch gemeinsam zu bestellen. Aber ich muss ehrlich sagen, es war so ziemlich das erste Mal, wo ich dachte, schon wieder neue Bücher. Ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich krank, vielleicht habe ich Fieber, vielleicht geht es mir nicht gut. Es war irgendwie komisch. Jetzt, wo sie aber da sind und ich das Paket in Händen halte, freue ich mich sehr darüber, dass es da ist. Und ich habe schon die Bücher soweit getrennt. Es sind jetzt wirklich nur noch meine Bücher im Paket vorrätig. Das auch relativ schwer war und auch noch, da sieht man natürlich keinen Aufkleber, und auch noch schwer ist, weil auch meine Bücher nicht ganz so leicht sind. Und ich bin jetzt einfach sehr gespannt beim näheren Betrachten der Bücher, wie die Zustände sind und sonstiges. Ich habe den 15%-Code von der lieben Paddy genutzt. Ich packe ihr Video mal unten in die Infobox und der Gutschein ist, glaube ich, noch bis Mitte Februar gültig und da bekommt ihr 15% auf eure Gesamtbestellung. Und das war bei uns dann doch auch recht lohnenswert und wir hatten auch locker sozusagen Porto und Verpackung wieder drin. Und noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, es hat uns allen auch sehr, sehr gut gefallen. So, jetzt starten wir einfach mal mit den Büchern. Ich habe mir auch mal meine Bestellliste ausgedruckt, damit ich euch die Preise verraten kann, weil ja hier kein Lieferschein in irgendeiner Art und Weise vorrätig ist. Ja, das erste Buch ist ein dicker Wälzer, den ich schon etwas länger auf der Wunschliste habe, weil da doch so mancher davon schwärmt. Unter anderem auch die liebe Sandra und ich glaube auch der liebe Thorsten. Und es ist die Überfahrt von Mats Strandberg, ich weiß gar nicht, was ist der, Schwedisches? Nein, der schwedische Stephen King. Ja, ich meine, dann kann es ja gefühlt nur gut sein. Und es geht hier um eine schwedische Ostseefähre und die Passagiere wollen sich amüsieren und zwar um jeden Preis. Ob sie nach der Liebe ihres Lebens suchen oder vor den Dämonen ihres Alltags fliehen, die Nacht ist lang. Und der Alkohol fließt reichlich und in dem ganzen Trubel bleiben 2 dunkle Gestalten unbemerkt, die sich übers Autodeck an Bord schleichen, eine Frau und ihr Kind. Mit ihnen betritt ein uraltes Grauen das Schiff und es wird zur tödlichen Falle. Und ich bin jetzt nicht unbedingt der schwedische Thriller-Leser. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es ein Thriller ist. Und auch wenn hier eher Roman draufsteht, was mich dann schon wieder so ein bisschen kritisch gucken lässt. Aber wenn da hier Stephen King dort draufsteht und eben auch liebe Menschen sagen, dass das ein tolles Buch ist, dann habe ich natürlich zugegriffen. Es hat 69 Cent gekostet und ich finde, es ist wirklich in einem sehr guten Zustand. Es sieht aus, ja, wie einmal gelesen. Man sieht hier hinten ein paar Leserillen. Man sieht, es ist auch rund gelesen, was natürlich bei so einem Buch auch einfach schnell passiert. Aber von den Seiten und sonstigen sieht es wirklich top aus und ich glaube, das kostet sonst ja 15 Euro und ich habe jetzt 70 Cent bezahlt, also da kann man überhaupt nicht meckern. Und also die 70 Cent sind ohne den Abzug. Da müsste man jetzt die 15 Cent noch abziehen, was wir jetzt einfach mal nicht tun. Und Kopfrechnen schlecht. Nein, aber ja, finde ich einen sehr guten Zustand und darauf achte ich auch immer, dass es eigentlich sehr guter Zustand ist. Ich glaube, wir hatten von meiner Schwester einen Manga, der hatte guten Zustand und da hat man halt gesehen, dass den wahrscheinlich schon mal jemand mit nassen Händen angefasst hat. Stört mich jetzt und auch meine Schwester persönlich nicht so, aber da sollte man sich dann einfach bewusst sein, wenn man eben zu gut greift, dass das eben ein Hauch schlechter ist wie natürlich ein sehr gut. Ja, wer hätte das gedacht? Dann habe ich mir von Harlan Coben Ich finde dich bestellt. Von Harlan Coben habe ich, glaube ich, im Dezember das erste Buch von ihm für mich sozusagen gelesen in ewiger Schuld und fand diesen Thriller wirklich sehr packend und ich mochte die Auflösung und ich mochte die Wendungen darin und das hat mir unglaublich gut gefallen. Ich hatte ein paar Probleme mit der Protagonistin, die mir einfach zu viel Soldat war und ich habe jetzt eben einfach mal Ausschau gehalten nach Büchern, die es eben auf Rebuy von ihm gab und da haben mich, glaube ich, 2 angesprochen, die ich auch bestellt habe und zum einen, ich
Erfinde dich. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe noch nicht mal groß den Klappentext angeguckt. Ich habe einfach geguckt, welche Bücher sind da und habe dann in diesem Fall für 1,79 auch zugegriffen. Und es heißt hier, sie verlässt ihn, zerbricht ihn, verschwindet spurlos, er schweigt, bis etwas Unglaubliches geschieht. Der spannendste und beste Corbin ever, sagt hier Literaturmarkt. Und ja, ich bin einfach gespannt, ob mich der Autor mehrmals vielleicht begeistern kann. Und ich lese ja immer mal wieder sehr gerne Thriller. Und ich glaube, wenn man da einfach mal wieder etwas Neues entdeckt, was einen begeistern kann, ja, dann sollte man das einfach auch mal ausprobieren. Und ich freue mich sehr auf Ich finde dich. Ja, ich hatte jetzt die Hoffnung, dass direkt der nächste hier liegt, aber dem ist nicht so. Ganz anders, hier haben wir einen Psychothriller von Jonas Winner. Von Jonas Winner habe ich im letztes Jahr Mörderpark gelesen und habe die Zelle von ihm noch auf dem Sub. Und jetzt gab es für 99 Cent auch Der Architekt. Und da musste ich im Grunde zugreifen, weil ich dachte, für einen Euro günstiger bekommst du gefühlt ja kein Buch mehr, das ursprünglich mal 10 Euro gekostet hat. Auch das ist in einem sehr guten Zustand. Theoretisch sieht das sogar aus wie ungelesen, weil das nicht eine Rille hat. Oder es hat sich jemand wirklich sehr bemüht. Ähnlich ist es bei Harlan Coben. Der sieht zwar so von den Seiten schon mal wie gelesen aus, hat aber auch keine Rillen hinten oder ähnliches. Und ja, auch hier. Also das sieht aus wie noch nicht einmal gelesen. Und ich muss auch ehrlich sagen, auch hier habe ich mir den Klappentext nicht durchgelesen. Ein Thriller wie ein Abgrund. Der spektakulärste Mordfall des Jahres. Die Mediensensation. Der Berliner Star-Architekt Julian Götz ist angeklagt, seine Frau und seine beiden kleinen Töchter ermordet zu haben. Nachts im Schlaf. Alle Indizien deuten auf ihn als Täter, doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. In seinem fesselnden Thriller entfaltet Jonas Winner ein raffiniertes psychologisches Puzzle um Machtgier, Täuschung, Intrigen und dunkle Begierden. Eine unwiderstehliche Achterbahnfahrt durch die menschliche Psyche. Ja, männlich in dem Fall auch, weil es ja der Architekt ist, aber es war die menschliche Psyche. Mir hatte ja Mörderpark auch sehr, sehr gut gefallen und ich mochte nicht unbedingt den Plot, wie er sich entwickelt hat, aber ich mochte einfach, wie es mir verkauft wurde, wie es geschrieben wurde. Und das klingt jetzt wahrscheinlich total merkwürdig, aber ich denke einfach, mit dem passenden Plot könnte Jonas Winner wirklich ein absolutes Thriller-Highlight werden und bin sowohl beim Architekten gespannt, als auch bei der Zelle. Und dann kommt ja, glaube ich, jetzt auch Anfang des Jahres sein neuester Roman und hier bin ich auch mega neugierig, was mich so erwartet. Dann ein Buch, das ich schon etwas länger auf dem Sub habe, es aber ganz, ganz lange nicht bei Rebuy ja, im Grunde verfügbar war. Und meine Freundin jetzt auch gesagt hat, das ist so ein geiles Buch, Steffi, das musst du dir holen. Und zwar ist das Horror Stör von Grady Hendrix. Und der ist von der Aufmachung einfach grandios, denn er sieht aus wie ein IKEA-Katalog. Und das Buch habe ich mir für 1,99 gekauft, kostet ursprünglich 17 Euro, hat hier allerdings einen Mängelexemplarstempel, von daher, das finde ich persönlich immer nicht ganz so schön. Aber ja, und es ist eben auch von der Aufmachung gemacht, ja, wie ein IKEA-Katalog, also auch wie das Geschäft aufgeteilt ist. Also es ist wirklich sehr, sehr cool aufgemacht. Und ich glaube, es geht tatsächlich auch ja, um ein Einrichtungshaus, Orsk, in Cleveland, Ohio. Wenn die Angestellten morgens eintreffen, finden sie zerstörte Keyring-Bücherregale, zerschmetterte Clans-Trinkgläser und zertrümmerte Lirre-Pick-Schränke vor. Die Verkaufszahlen sind im freien Fall, auf den Überwachungskameras ist nichts zu sehen und die Filialleitung ist ratlos. Schließlich erklären sich drei Mitarbeiter bereit, eine Schicht vom Einbruch der Dunkelheit bis zum Morgengrauen einzulegen, um die geheimnisvollen Vorfälle aufzuklären. In finsterer Nacht patrouillieren sie durch die Möbelausstellung, gehen unheimlichen Sichtungen und Geräuschen nach und treffen dabei auf Schrecken, die jenseits aller Vorstellungskraft sind. Und es ist auch von innen wirklich sehr, sehr cool aufgemacht. Ich bin sehr gespannt auf diesen Thriller. Ja, und allein die Aufmachung ist halt so cool. Man sollte sich davon nicht blenden lassen, aber ja, für 2 Euro fand ich eben auch, dass man da nicht viel machen kann und wenn er schlecht ist, dann hat man zumindest ein gut aussehendes Buch im Regal. Ja, ich bin mega gespannt und freue mich tatsächlich sehr auf Horrorstör. Dann ist auch schon das zweite Harlan Coben Buch hier, Ich vermisse dich. Hat ebenfalls 1,79 gekostet und steht hier hinten drauf Page Turner, auch ein Thriller. Wusste gar nicht, dass es den Hinweis gibt. Kann mich gar nicht erinnern. Ja, auch das sieht
gut aus. Ich würde es jetzt vielleicht noch nicht mal als sehr gut einstufen, weil es ein paar dunklere Abdrücke hat am Buchschnitt und auch rund gelesen ist. Was gesagt, bei so dicken Büchern, ich meine, wie soll man es lesen? Na, man kann sich ja schlecht, also manche tun das, ich tue das nicht. Hier hinten heißt es auch, ein absoluter Page-Turner, ein äußerst komplex konstruierter und hochaktueller Thriller, sowohl Hochspannung als auch emotional und eine wahre Zeitbombe von einem Plot. Na, das klingt doch mega geil. Einer der wenigen Autoren, von dem ich blind jeden Thriller kaufe, ohne mir auch nur die Inhaltsangabe durchzulesen, sagt Sebastian Fitzek. Und was Herr Fitzek sagt, ja, dem vertrauen wir. Hier heißt es auch, der Preis für eine Liebe kann hoch sein, sie kann das Leben kosten. Wir haben hier Kat Donovan, Detective bei der New Yorker Kriminalpolizei, und sie ist überzeugter Single, auch weil ihre große Liebe sich einst einfach aus dem Staub machte. Jetzt, 18 Jahre später, starrt sie fassungslos in die Augen desselben Mannes auf dem Profilbild einer Dating-Website. Noch während sie überlegt, ob sie ihn kontaktieren soll, wird der Mann auf dem Foto zum Verdächtigen in einem Mordfall. Und Kats Ermittlungen führen nicht nur tief in ihre eigene schmerzhafte Vergangenheit, sie stören auch den sorgfältig ausgeklügelten Plan eines skrupellosen Mörders. Klingt mega und durfte eben auch mit, jetzt habe ich zwei Bücher von Harlan Coben auf dem Sub. Bin sehr, sehr gespannt, wie mich die begeistern, packen können, ob das, wie gesagt, ein Autor ist, den man einfach verfolgt. Denn wenn ja, gibt es von ihm einige Bücher. Und wer mich jetzt fragt, wie ich gerade die beiden ausgewählt habe, ich muss ehrlich sagen, ich kann es tatsächlich nicht mehr sagen. Ich habe so durchgescrollt, habe mir so einige wirklich tatsächlich nur so vom Cover angeguckt und finde schon mal faszinierend, dass so die Titel so ähnlich sind. Also ich finde dich und ich vermisse dich. Da passt jetzt der Thriller, den ich gelesen habe, in ewiger Schuld ja so gar nicht dazu. Und ich fand das so idyllisch und dachte mir, oh, da kann nur Böses dahinter stecken. Ja, also ich habe, glaube ich, schon grob so ein bisschen mir mal so den kurzen Klappentext durchgelesen, aber der ist auf Rebuy ja nicht so großartig. Und von daher, ja, habe ich da einfach so ein bisschen das Cover entscheiden lassen, weil es einfach zwei Bücher sein sollten von ihm. Und ja, dann ein Buch, mit dem ich es jetzt nochmal probiere, und es ist in unglaublich gutem Zustand. Ja, es ist das Lavendelzimmer von Nina George, das ich als Hardcover für 1,49 sozusagen jetzt ergattert habe. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an eine Medimops-Bestellung aus dem letzten Jahr. Da habe ich dieses Büchlein als Taschenbuch bestellt und es sah ja unmöglich aus. Es war ja auch als, ich glaube, gut eingegeben, es hat ja aber zerrissene Seiten, es hat ausgesehen, wie wenn es jemand in Wasser getaucht und getrocknet hätte. Ich hatte mich ja damals bei Medimops darüber so ein bisschen beschwert und die haben mir das Geld im Grunde gut geschrieben, zurücküberwiesen, und ich durfte das Buch behalten, was bei mir dann tatsächlich in die Tonne geflogen ist, weil es einfach einen Zustand hatte, in dem man es nicht mehr lesen konnte. Wo ich mich ja auch gefragt habe, wer verkauft sowas überhaupt noch und warum nimmt dann Medimops auch so ein Buch an? Muss man ja auch ehrlich sagen, es gibt ja oftmals den Fall, dass die Ankäufer dann auch sagen, nee, das Buch ist in nicht so gutem Zustand, nehmen wir nicht, oder mal einen anderen Preisvorschlag machen. Also hatte ich persönlich, glaube ich, bisher nur einmal bei einem Buch, wo ich es noch nicht mal wirklich verstanden habe, aber ja. Jetzt habe ich es nochmal probiert mit der Hardcover-Ausgabe, freut mich, dass ich die bekommen habe, und die sieht auch wirklich wie einmal gelesen aus und steht seither im Regal. Mir hat von Nina George eine Kurzgeschichte gefallen, die ich, glaube ich, jetzt vor 2 Jahren in so einem Buchsammlung von Gabriela Engelmann entdeckt hatte. Und von diesem Buch hört man ja auch wirklich nur sehr viel Gutes. Und ja, für 1,50 konnte ich auch nicht viel falsch machen. Das heißt hier so, ein Roman über die Macht der Bücher, die Liebe und die Magie des südlichen Lichts. Er weiß genau, welches Buch welche Krankheit der Seele lindert. Der Buchhändler Jean Perdu verkauft auf seinem Bücherschiff Romane wie Medizin fürs Leben. Nur sich selbst weiß er nicht zu heilen. Seit jener Nacht vor 21 Jahren, als die schöne Provenzalin Manon ging, während er schlief. Sie ließ nichts zurück, außer einem Brief, den Perdu nie zu lesen wagte. Bis zu diesem Sommer. Dem Sommer, der alles verändert, um Monsieur Perdu aus der kleinen Rue Montagne auf eine Reise in die Erinnerung führt. In das Herz der Provence und zurück ins Leben. Dieser Geschichte wohnt ein unglaublich feiner Zauber inne. Und mir hat eben der Schreibstil von Nina George sehr gut gefallen in dieser etwas längeren Kurzgeschichte. Und seitdem war dann auch das Lavendelzimmer auf der Wunschliste.
ist dann halt theoretisch runtergeflogen, weil ich es ja bestellt hatte. Und als ich es jetzt eben sah für 1,49, dachte ich, das nimmst du auf jeden Fall mit. Und dann ein Buch, ja, wo sich, glaube ich, auch die Geister ein bisschen scheiden. Und zwar habe ich mir einen Richard Bachmann gekauft. Ja, ich und Richard Bachmann, wir sind ja nicht die besten Freunde. Wer jetzt nicht weiß, wer Richard Bachmann ist, das ist das Pseudonym von Stephen King. Während Stephen King und ich ja sehr gute Freunde sind, kann ich mit vielen Büchern, die Stephen King unter Bachmann geschrieben hat, nicht so viel anfangen. Es gibt Ausnahmen, aber es gibt eben tatsächlich schon für mich einen kleinen Unterschied zwischen Bachmann und King. Was daran liegt, dass King für mich sehr subtil schreibt und viel zwischen den Zeilen ist, während Bachmann schon sehr direkt ist und auch sehr heftig. Nicht immer, aber so für mich. Also das ist so mein Gefühl. Und ich glaube, auch dieses Buch ist tatsächlich schuld, dass Bachmann bzw. Stephen King geoutet wurde. Und zwar ist das Amok. Und Amok, soweit ich weiß, gibt es gar nicht mehr neu verlegt, denn Stephen King hat dieses Buch aus den Handeln nehmen lassen, als verschiedene Amokläufer, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Geschichte genau war, eben immer gesagt haben, sie kennen das Buch. Und Stephen King mit diesem Buch aber keine Anleitung zum Amoklauf geben wollte. Und ich habe mich lange darum gedrückt, dachte aber irgendwie, vielleicht wird es mal Zeit, dass du es liest. Und ja, es ist halt manchmal so, ne? Manchmal packt es ein und es war auch gar nicht so irgendwie auf einer Wunschliste oder konkret. Aber ich weiß auch gar nicht, wir haben uns, glaube ich, auch bei den Kingsianern mal so darüber unterhalten. Und dann ist es jetzt eben auch bei mir eingezogen. Ist nicht die schönste Ausgabe. Sie erinnert mich aber, glaube ich, an die anderen zwei Bücher oder an zwei von drei oder vier Büchern, die ich von Richard Bachmann habe, die ähnlich aufgemacht sind. Und haben wir hier eine Highschool in Maine. Nach einem Gespräch mit dem Rektor erschießt der Schüler Charles seine Lehrerin und nimmt seine Mitschüler als Geiseln. Sein Amoklauf löst in der Klasse ein unheimliches Psychospiel aus, das unbewusste Konflikte und Traumata mobilisiert. Die Schüler steigern sich in eine unkontrollierte Wut. Und ich glaube, dass das King oder Bachmann, wie auch immer, dass der das richtig gut kann. Und wenn man das so in den Medien immer mal verfolgt, dann ist, glaube ich, so ein Amoklauf, das ist schon irgendwas, wo man nicht dabei sein möchte. Ganz egal, ob das in der Schule passiert, auf einer Insel passiert oder irgendwelche durch Paris rennen. Ich finde, sowas ist nie gut. Ja, logisch. Ich glaube, wenn einer das aber gut rüberbringen kann und ohne so, ja, Einhascherei von Dramatik, sondern es echt so von den Gefühlen zeigen kann, dann könnte es tatsächlich Stephen King sein. Ich bin sehr gespannt, wie er das als Richard Bachmann macht. Spricht man Bachmann eigentlich Deutsch aus? Also ich spreche ihn immer Deutsch aus. Weiß ich jetzt tatsächlich geil. Haben mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, ob man ihn Bachmann nennt. Nein, wahrscheinlich nennt man ihn Bachmann. Ja, und ich, soweit ich mich erinnere, war dieses Buch dann auch schuld, dass irgendwer recherchiert hat und dann eben irgendwie auf Stephen King kam. Und dann wurde das Pseudonym eben auch gelöst. Und seitdem schreibt er ja auch nicht mehr unter Pseudonym. Also unter diesem, er hat ja noch ein anderes. Ich habe sogar noch zwei andere. Ja, manche überlegen ja auch, ob seine Kindernamen vielleicht seine eigenen Pseudonyme sind, was ich wieder nicht glaube. Aber ja, das ist bin ich sehr gespannt und mal gucken, wann ich das in diesem Jahr lesen werde. Weil danach muss einem natürlich wirklich sein, das ist kein Buch, was man, glaube ich, mal so zwischendurch liest, sondern da muss man schon sagen, da möchte man, ja, mal gucken. Vielleicht liest das auch noch jemand mit und hat Lust und man macht da so ein gemeinsames Lesen mit Händchen halten. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, das waren nun meine 7 Neuzugänge von Rebuy. Ich muss ehrlich sagen, in guten Zuständen. Man kann gefühlt, ja gut, Bachmann, ich meine, der ist halt schon auch uralt. In welchem Zustand soll er sein? Kann man überhaupt nicht meckern. Ich bin sehr zufrieden, sowohl mit den Büchern, wie mit den Preisen, wie mit den Zuständen. Und freue mich jetzt sehr, diese Bücher dann auch nach und nach für mich zu entdecken. Vielleicht kennt ihr ja schon eins dieser Bücher. Und ja, macht da einfach mal so ein bisschen Werbung unten in den Kommentaren. Und erzählt mir, wie toll das Buch ist und dass ich das sofort zu lesen habe. Und meine Katzen spinnen mal wieder rum. Ich hoffe, das ist ja unmöglich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Video. Guckt auch unbedingt in die Infobox und schaut euch Paddys Video dazu an, wenn ihr es nicht schon gesehen habt. Und schreibt euch den 15% Gutschein raus, denn ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Und nun danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.